Hallo und herzlich willkommen zur Ringvorlesung Klimaschutz. Heute leider noch einmal Corona-bedingt vor leerem Hörsaal, aber ich darf Sie virtuell heute ganz herzlich begrüßen und unseren Gast heute, Martin Schlatzer, der ebenfalls virtuell dabei ist. Und ich freue mich, dass wir dann im Anschluss daran auch gemeinsam, wenn auch wiederum nur virtuell, diskutieren können. Ich darf Sie heute ganz herzlich begrüßen zu einem Vortrag zum Thema Ernährung. Martin Schlatzer arbeitet am Zentrum für globalen Wandel und Nachhaltigkeit und ist seit 10 Jahren an der Universität für Bodenkultur beschäftigt. Sein Spezialthema ist eben die nachhaltige Ernährung, Thema Landwirtschaft. In dem Bereich macht er einige Projekte und stellt uns heute eben seinen Vortrag Tierproduktion und Klimawandel vor. Wir haben ja im Rahmen der Ringvorlesung verschiedene Themenschwerpunkte schon besprochen und da darf natürlich das Thema Ernährung nicht fehlen, weil hier ein ganz starker Einfluss natürlich auf unser globales Klima besteht. Ja, Martin Schlatzer, herzlich willkommen. Ich freue Guten mich Tag. auf Hallo. den Vortrag. Herzlichen Dank, dass das geklappt hat, dass wir heute die Ringvorlesung mit Ihnen gestalten können. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die sehr freundlichen einleitenden Worte. Und ja, darf mich auch bedanken bei allen, die jetzt die auch zugeschaltet haben und auch live dabei sind. Ich hoffe, es wird einiges Spannendes für Sie dabei sein und auch für euch. Gleich in medias res. Wenn man das Bild sieht, denkt man gleich an Corona natürlich, ein Phänomen, was uns alle gerade begleitet und auch, glaube ich, zum großen Teil auch negativ tangiert. Aber hier geht es nicht um Corona, sondern das ist das Bekannte, werden Sie wahrscheinlich alle kennen, das sogenannte Hard Attack Café. Das gibt es in Las Vegas und es ist ein ganz spezielles, nämlich, also es gibt ein paar Phänomene dabei. Wenn man jetzt zum Beispiel wie die Dame 100 Pfund, also 50 Kilo auf die Waage bringt, dann ist es eigentlich zu wenig. Also nicht, ja, jetzt könnte man denken, das ist ein Krankenhaus oder Spital, ist es nicht. Aber wenn man nämlich 365 Kilogramm, nicht 365 Pfund, das heißt 180 Kilo auf die Waage bringt, dann darf man in diesem Lokal gratis essen. Das ist ganz besonders. Und was da im Menü steht, das lädt eigentlich ein. Also es gibt den Single Bypass Burger und es gibt sogar dann Triple Bypass Burger, den Quadruple Bypass Burger. Und das ist eigentlich ist der kalorienreichste Burger der Welt. Der hat fast 10.000 Kilokalorien. Das ist der 4- bis 5-fache Tagesbedarf. Und ich könnte da leider nicht essen. Also ich müsste eigentlich doppelt so dick sein. Also es sei dahingestellt, ob ich dick bin, aber ich müsste doppelt so viel Kilogramm auf die Waage bringen, dass ich da gratis essen dürfte. Flatliner Fries spricht natürlich auch für sich und einige Begleitpunkte. Also da sehen wir eigentlich, dass der Fleischkonsum, um den es heute auch geht, auch im Zusammenhang mit Umwelt und Klima, dass der auf jeden Fall schon sehr extreme Züge erreicht hat. Und ich habe versucht, auch das Pendant rauszufinden. Mag vielleicht nicht das Exakte sein, aber klar, Rohkost, Frutarier, Frutarierinnen oder diese Bewegung, die es gibt, mag das Gegenteil darstellen. Statt einem saftigen Burger gibt es zum Beispiel sehr leckere Bananen, Karo, Heidelbeer, Pancakes, so wie man sagen soll, Rohkost ohne Mehl natürlich. Genau, das wäre vielleicht das Gegenteil, das Vermeintliche. Wobei es heute gar nicht so um Extremer geht. Diese Extremer, die kennen wir eigentlich in der Gesellschaft. Wir sind wahrscheinlich privat immer wieder auch damit konfrontiert, dass es auch Leute gibt, die Fleisch essen, viel Fleisch und andere, die zum Beispiel eben rein pflanzlich sich ernähren. Und heute geht es eben darum, ganz stark um die Ernährungsweisen und wie sie die Umwelt tangieren. Und da gibt es sehr viele Aspekte. Es wirkt sehr in einer sehr multiplen Art. Wenn wir jetzt wirklich uns zum Beispiel den Bericht jetzt vor Augen führen, der Vereinten Nationen, der Future is Now Bericht, der ist letztes Jahr rausgekommen und der hat im Prinzip das evaluiert, auch wo wir stehen und wo wir noch hin müssen. Und es ist im Prinzip noch ein breiter Pfad zu gehen. Wenn man sich jetzt die globalen Trends ansieht, dann kann man sehen, dass über 2 Milliarden Menschen weltweit übergewichtig sind. Und das ist jetzt schon mehr als das Doppelte von den Menschen, die hungern. Nämlich, es sind 821 Millionen Menschen, die weltweit hungern. Und von dem her sehen wir, dass das schon die Zahl der Übergewichtigen, die Zahl der Hungernden bei weitem überschritten hat. Auch in Europa, beziehungsweise auch in Österreich, ist es so, dass jeder Dritte als übergewichtig gilt und jeder Fünfte adipös.
Auch bei Kindern nimmt das deutlich zu, wie wir gesehen haben die letzten Jahre. Das ist eine große Diskrepanz gegeben. Über 200 Billionen Dollar pro Jahr fallen an Gesundheitskosten an. Und sehr viel davon geht auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen zum Beispiel zurück, auch auf Diabetes mellitus 2. Und das sind typische Zivilisationskrankheiten, die sich im globalen Norden etabliert haben, wo natürlich auch der Fleischkonsum, aber auch eine hohe Aufnahme an Zucker und Salz generell natürlich dazu beigetragen hat. Ein großes Problem ökologischer Natur ist auch, dass über 12 Millionen Hektar Land potenziell degradiert werden, von Degradierung betroffen sind, also pro Jahr. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Drittel der Landfläche von Deutschland. Und es ist mehr als die Landfläche auch von die gesamte Landfläche von Österreich pro Jahr. Nur dass man da die Relationen vielleicht ein bisschen noch greifbar machen kann. Und was auch konstatiert wird und was ja auch der Weltklimarat, der IPCC, immer wieder darauf hinweist, dass bereits eine Erwärmung um 1,5 Grad kritisch ist. Es gibt ja, wie Sie wissen, das Paris Agreement. Darin heißt es also, dass der Klimawandel begrenzt wird auf 1,5 bzw. 2 Grad. Und 1,5 Grad ist natürlich das Beste. Also das wäre optimal. Es ist ein politisches Agreement, weil es ja sogenannte Kippelemente gibt, die auch in der Literatur beschrieben werden. Das heißt, dass sich bestimmte Systeme verselbstständigen und dass wir dann praktisch keinen Zugriff mehr haben. Und man spricht auch so von einem Zeitrahmen von 5 bis 10 Jahren, in denen wir eigentlich, sehr viele Klimatologen, Klimatologinnen sprechen davon, da wäre es auch an der Zeit, dass wir handeln. Also es geht um 2040 bzw. 2050, dass wir da auch klimaneutral werden. Da braucht es alle Anstrengungen. Und je früher ich anfange, und desto einfacher kann ich es mir unter Anführungszeichen machen. Dann brauche ich ein paar Prozent, die ich pro Jahr spare an Treibhausgasemissionen. Aber wenn ich ganz spät anfange, dann müssen die Emissionen natürlich ganz rasch sinken. Von dem her wurde auch konstatiert in dem Bericht, dass wir nicht auf dem Weg des Pariser Abkommens und auch zu den SDGs sind. Im Bericht wird auch die Bedeutung der Ernährung auch klargestellt. Und die Ernährung hat dann auch einen großen Einfluss auf die globalen Brennherde oder die globalen Herausforderungen, Global Challenges, die wir momentan auch sehen. Die Abbildung kennen Sie wahrscheinlich schon von Rockström damals. Er hat die planetaren Grenzen aufgezeigt und hier sehen wir, dass wir in allen Bereichen schon die planetaren Grenzen bei weitem überschritten haben. Stichwort Stickstoffzyklus oder auch die Artenvielfalt. Einige Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen sprechen ja schon vom 6. Massenaussterben, was vom Menschen ausgelöst worden ist oder mit verursacht wird. Der Klimawandel sehen wir, dass wir auch außerhalb des grünen Bereiches sind und ist ein kritischer Bereich de facto. Ich habe normalerweise an dieser Stelle bringe ich auch gerne ein, zwei Folien, ein, zwei Aspekte zum Klimawandel, die mir sehr wichtig erscheinen. Nur, ich denke, meine Vorredner, Vorrednerinnen und auch Sie werden da schon einiges wissen und es ist, glaube ich, nicht mehr an der Zeit, jetzt prinzipiell. Es gibt wissenschaftliche Diskurse, muss es geben, kann über Methodik etc. diskutieren. Nur 98 oder fast 99% der Wissenschaft global konstatiert oder ist sich einig darüber, dass es den menschengemachten Klimawandel gibt. Und dass man was dagegen machen muss. Das haben auch alle Staaten unterschrieben bei dem Paris Agreement 2015, auch die Vereinigten Staaten damals. Also von dem her ist es nicht mehr in der Zeit, darüber zu diskutieren, gibt es ihn oder nicht, weil das ist wissenschaftlicher Konsens. Und es wird auch seit Jahrzehnten darüber berichtet, der IPCC, der Weltklimarat. Aber wir wissen ja im Bekanntenkreis etc., dass wir immer wieder diese Diskussionen auch dennoch haben. Und man kann wirklich dann auch sachlich sagen, dass diese Diskussion im Prinzip, es geht eher darum, wie viel wir einsparen oder eher darum, welche Maßnahmen setzen wir und wie rasch und möglichst rasch natürlich ist indiziert. Ein Bild zur Ernährungsökologie, weil ich ein Ernährungsökologe bin und ich glaube, das ist ja selbstsprechend richtig. Nein, natürlich nicht. Ich habe ein anderes Bild, aber nur, dass Sie sehen, dass es sehr komplexe Zusammenhänge gibt, aber ich versuche das heute ein bisschen einfacher runterzubrechen. Eine andere Grafik, die das auch ganz gut darstellt anhand des Fleischkonsums und den Folgen. Und hier sehen wir, dass ein hoher Fleischkonsum, den wir gerade im globalen Norden haben, und wir können mit diesem Fleischkonsum, den wir hier haben, wenn der in allen Ländern dieser Welt gegeben wird, dann würden die Treibhausgasemissionen um das Doppelte steigen sogar. Also von dem her sollten wir auch laut FAO, der Landwirtschafts- und Ernährungsorganisation der Vereinten Nationen, eigentlich die Impacts der Tierhaltung um die Hälfte reduzieren, damit wir das schaffen. Weil wir müssen ja daran denken, dass auch die Weltbevölkerung in den nächsten
30 Jahren nochmal 2 Milliarden Menschen dazu bekommt. Das heißt, die wollen ernährt werden und natürlich auch die geänderten Konsummuster, die wir auch in China ganz stark sehen, tragen dazu natürlich auch bei, ganz klar. Jedenfalls dieser hohe Fleischkonsum ist assoziiert natürlich mit Gesundheitsrisiken. Es ist auch assoziiert mit Welthunger, das habe ich auch angesprochen. Man kann auch wirklich sagen, und das ist ganz wichtig, der Welthunger. Eigentlich müsste kein, ich habe vorher erwähnt, über 800 Millionen Menschen hungern weltweit. Es müsste eigentlich kein einziger Mensch an Hunger leiden und es sterben auch ungefähr 10.000 Kinder an Hunger oder an den Folgen von Hunger pro Tag. Und eigentlich wäre es nicht nötig, weil, also es dürfte eigentlich nicht passieren, meiner Meinung nach, weil wir so viel produzieren, dass wir 10 bis 12 Milliarden Menschen ernähren könnten, global gesehen. Und ein Drittel geht ja verloren, der Lebensmittel, global gesehen ungefähr. Das heißt, wir haben genug Ressourcen. Es ist eher ein Verteilungs- und Leistbarkeitsproblem. Das ist vielleicht noch entscheidend zu erwähnen. Der hohe Fleischkonsum hängt eben nicht nur mit gesundheitlichen Aspekten zusammen, auch mit der Zerstörung des Regenwaldes. Und hier, dies natürlich auch mit dem Artensterben assoziiert. Regenwald wird ein großes Thema heute auch sein, werde ich auch erwähnen. Und natürlich Wasserverschwendung ist auch ein Aspekt, wenn man sich denkt, ein Jahr lang 5 Minuten pro Tag duschen entspricht der Menge, die es braucht für die Produktion von 1 Kilogramm Rindfleisch in Bezug auf Wasser. Also sehen wir, dass es hier auch Ressourcenaspekte gibt. Das werden wir uns heute nicht anschauen. Aber was wir uns schon anschauen werden, als volkswirtschaftliche Aspekte gibt es natürlich auch und last but not least Klimawandel. Und hier, werde versuchen, eben einige Punkte rauszugreifen und eben die wichtigsten Aspekte, die mit der Ernährung zusammenhängen, präsentieren, auch rauszuarbeiten. Wenn wir uns jetzt das Ernährungssystem anschauen und die Treibhausgasemissionen und wir schauen uns jetzt die Treibhausgase entlang der gesamten Produktionskette an, dann ist ja auch das Spannende, wenn es um Regionalität geht, also Klimawandel und Regionalität, das wird im Kontext von Ernährung oftmals immer wieder in den Medien noch dargestellt und politisch wird es gerne aufgegriffen, dass regional sehr wichtig ist fürs Klima. Nur, das Entscheidende ist, wenn ich jetzt das ganze Ernährungssystem mir ansehe und ich schaue da genau darauf hin, wie viel Treibhausgasemissionen auf den Transport zurückgeht, das heißt, Schiffe, auf LKWs und auch auf Flugzeuge etc., dann sind das 3 bis 5% der Treibhausgasemissionen maximal. Also das heißt, hier kann ich ein bisschen einsparen, aber das ist nicht der große Kuchen. Der größte Kuchen ist im Prinzip in der Primärproduktion zu holen. Also hier ist er anzutreffen. Das heißt, die Hauptemissionen im Ernährungssystem gehen auf die Landwirtschaft, auf die Primärproduktion zurück, ungefähr 60 bis 70% der Treibhausgasemissionen. Und da macht die Tierhaltung einen ganz großen Teil, wie wir gleich sehen werden, aus. Und insgesamt kann man sagen, das Ernährungssystem hat ungefähr eine Spannbreite von 11 bis 37% aller weltweiten vom Menschen gemachten Treibhausgasemissionen. Die gehen eben auf das Ernährungssystem per se zurück, laut des Land Use Berichtes von 2019 vom Weltklimarat, der letztes Jahr erschienen ist dazu. Und in diesem Bericht wurde auch dargestellt, das Treibhausgaseinsparpotenzial durch die Ernährung. Und sehen wir zum einen, dass Healthy Diets natürlich auch schon eine gewisse Menge einsparen. Nur zur Info, das sind verschiedene Ernährungsweisen, die wir auf der linken Seite sehen. Und unten sehen wir die Treibhausgasemissionen bzw. das Potenzial. Also das heißt, in Gigatonnen pro Jahr, die ich einsparen kann. Und im Fall zum Beispiel auch einer ovolakt-vegetarischen Ernährung, da bin ich im Schnitt bei fast 6 Gigatonnen pro Jahr, die an CO2-Äquivalenten, die ich einsparen kann. CO2-Äquivalente sind im Prinzip ein Maß, wie man auch das ein bisschen greifbarer macht oder wie man alle Treibhausgase, die anfallen im Ernährungssystem, zusammenrechnet. Das heißt, da fällt CO2, Methan und Lachgas rein. Und das heißt, 6 Gigatonnen CO2-Äquivalente könnten wir pro Jahr einsparen, wenn wir auf eine lacto-vegetarische Ernährung setzen. In dem Fall ist es hier modelliert mit einem Fleischkonsum, den man einmal im Monat hat. Aber im Prinzip gibt es auch viele Studien, die nur lacto-vegetarisch sich anschauen. Also das macht jetzt das Kraut nicht fett. Aber es sind 6 Gigatonnen im Prinzip. Und das ist jetzt mehr, als die Vereinigten Staaten pro Jahr emittieren. Gesamtheitlich gesehen an CO2, Methan, Lachgas. Also
Nur, dass man da eine Relation hat. Und im Fall einer veganen Ernährungsweise, dann sind wir bei Einsparung von fast 8 Gigatonnen pro Jahr an CO2-Äquivalenten. Und das ist ungefähr das Doppelte, was die EU im Jahr emittiert an Treibhausgasemissionen in Form von CO2-Äquivalenten. Da sehen wir das große Potenzial der Ernährung. Abgestuft natürlich, auch abgestuft hat natürlich eine nach den Weltgesundheitsorganisationen, nach der Weltgesundheitsorganisation, nach den Richtlinien natürlich auch einen gewissen Impact. Den größten Impact sehen wir, hat im Prinzip eine Umstellung auf eine laktovegetarische oder vegane Ernährungsweise. Und für Österreich gibt es hier auch Zahlen und sind jetzt nicht unsere Zahlen direkt, weil wir gerade in einem Projekt auch dabei sind, wo wir das erheben, wo aber die Ergebnisse erst in ein paar Monaten dann veröffentlicht werden, wo wir uns genau das anschauen. Die bisherige Datenlage sagt, dass wir durch ovolacto-vegetarische Ernährung ein Drittel und durch eine vegane Ernährung fast mehr als zwei Drittel der Treibhausgasemissionen einsparen können in Österreich beim Umstieg zum Beispiel. Und in Österreich liegt das Ernährungssystem ungefähr bei 15 bis 20% Anteil an Treibhausgasemissionen. Das ist national gesehen natürlich unterschiedlich. Wir wissen weltweit, die Spannbreite liegt bei 11 bis 37% global gesehen. Und zu den Emissionen des Tierproduktionssektors, ich habe es vorher schon angesprochen, diese haben im Prinzip den größten Impact auf die Treibhausgasbilanz der verschiedenen Lebensmittel, der gesamten Lebensmittel im Ernährungssystem. Und auch im gesamten Ernährungssystem nimmt das den Hauptanteil ein. Laut der FAO, der Landwirtschafts- und Ernährungsorganisation der Vereinten Nationen, gehen auf die Tierhaltung 14,5 bis 18% aller weltweiten anthropogenen, das heißt von Menschen gemachten Treibhausgasemissionen zurück. Das ist jetzt mehr als der gesamte Verkehrssektor global gesehen, also mehr als alle LKWs, Schiffe, Autos, Flugzeuge zusammen. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, das ist natürlich wichtiger, dass wir jetzt Getreide und Linsen etc. oder Tofu essen als jetzt Fleisch und dafür kann man jetzt mit dem Porsche rumfahren. Das ist natürlich jetzt nicht die Ultima Ratio, sondern es soll lediglich die Relationen abbilden. Genauso ist es auch gut, wenn man regional ist. Also es gibt andere Vorteile für die regionale Wertschöpfungskette, auch in der Transparenz mag es hier Vorteile geben. Nur das sind die sogenannten Low-Hanging Fruits. Das große Einsparpotenzial liegt de facto wirklich bei der Wahl zwischen tierischen Lebensmitteln und pflanzlichen Lebensmitteln. Das habe ich auch bei den Ernährungsweisen aufgezeigt. Also das kann man auch aufs Produkt runterbrechen. Also man kann auch sagen, im Schnitt prinzipiell, dass pflanzliche Produkte im Schnitt eine 20 bis 30 Mal bessere Treibhausgasbilanz als tierische Produkte haben. Dann natürlich je nachdem nach Verarbeitungsgrad, Milch, Joghurt zum Beispiel haben geringere Treibhausgasemissionen und Rindfleisch wesentlich höher und Käse auch ein deutlich. Also liegt ungefähr bei 10 Kilogramm CO2-Äquivalente pro Kilogramm Lebensmitteln, weil es mehr Milch auch benötigt, um ein Kilogramm Käse herzustellen. Und beim Tierproduktionssektor möchte ich auch noch dazu sagen, hier gibt es im Prinzip CO2, was anfällt. Das fällt vor allem durch Landnutzungsänderungen an. Das heißt, Länder, die für Acker, für Futtermittel benötigt werden, aber auch vor allem Wälder, Regenwälder, die abgeholzt werden für Weidehaltung oder Soja. Komme ich nachher noch mal kurz dazu. Dann das zweite ist Methan. Hier fällt auch ungefähr ein Drittel aller Methanemissionen, ein bisschen mehr, ein Drittel aller Methanemissionen global gesehen. Im Tierhaltungssektor aus und macht damit sogar das meiste aus. Also ist Nummer eins eigentlich bei den führenden Methanemittenten. Und bei den Lachgasemissionen sind wir bei ungefähr zwei Drittel aller globalen Lachgasemissionen gehen auf den Tierhaltungssektor zurück. Also von dem her sehen wir, dass das hier, das sind die drei Emissionen im Prinzip oder das sind die drei wesentlichen Treibhausgasemissionen, die am Tierproduktionssektor anfallen. Und Methan hat ein größeres Treibhausgaspotenzial, auch Lachgas, wie wir wissen, und Lachgas ist auch zum Beispiel am Abbau der Ozonschicht beteiligt, weil es sehr lange lebt, also sehr lange Verweildauer in der Atmosphäre hat. Was ist jetzt prinzipiell der Grund? Was ist der Grund dafür, dass jetzt wirklich tierische Produkte so einen hohen Impact haben, verglichen zu pflanzlichen Produkten? Zum einen ist es natürlich die Masse, die Anzahl. Gesamtheitlich gesehen, auf dem ganzen Planeten gehen auf Säugetiere, also wenn sich die Säugetiere anschaut, Nutztiere und Menschen machen 96% aus von allen Säugetieren weltweit. Und wilde Säugetiere machen nur mal 4% aus. Das heißt, wir haben 15 Mal mehr Nutztiere global gesehen
was vielleicht eine Handvoll Nutztiere hauptsächlich sind, also Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine und Hühner, genau. Von dem her, und das macht lediglich 4% aus, wie gesagt, die wilden Säugetiere und Nutztiere 60%. Also, und darum auch sagt auch die FAO, dass die Wildtierreservate auch immer mehr zurückgedrängt werden und einer der Hauptgründe auch die Tierhaltung per se ist. Stichwort Regenwaldabholzung. Und es ist auch so, natürlich, wenn wir jetzt nur einmal die Woche Fleisch essen würden, denken wir an den Sonntagsbraten oder würden vielleicht einmal im Monat nur Fleisch essen, dann wäre das natürlich nicht, hätte die Ernährung nicht den Impact auf Umweltfaktoren, also auf Landverfügbarkeit, Wasserverbrauch, aber auch gerade auf Treibhausgasemissionen gesehen. Nur, wir haben einen gewissen Konsum. Das heißt, wenn wir uns anschauen, die gegessenen Tiere pro Person und Leben, wie viele Rinder essen wir? Ja, bitte aufzeigen. Nein, Sie können jetzt für sich geistig abschätzen. Soll natürlich zur Auflockerung noch ein bisschen dienen. Wir essen 3. Ich glaube, die einen oder anderen werden das schon richtig erratet haben. Bei den Schweinen sind es wie viel? Ganz richtig geschätzt, 32. Und bei den Hühnern sind ja wesentlich kleiner, davon kann man mehr verzehren. Natürlich, Vegetarier, Veganer werden dementsprechend wahrscheinlich weniger essen oder nichts essen, nichts konsumieren. Das sind natürlich durchschnittliche Zahlen, auf Österreich gemünzt. Bei Hühnern sind wir bei 817. Und wenn wir uns das jetzt ansehen, dann sind wir gesamtheitlich pro Kopf bei 1287 Tiere. Und das ist schon eine ganz schöne Menge im Prinzip. Das heißt, wir haben da einen sehr hohen Fleischkonsum gegeben. Wir sind da zusätzlich noch bei 3 Schafen, Ziegen, 432 Fischen. Und wenn wir uns die Schlachtungszahlen anschauen, da sind wir hier bei fast 100 Millionen Tiere, die pro Jahr geschlachtet werden. Die größte Menge geht auf Hühner zurück. 83,4 Millionen Hühner, und das ist pro Jahr, will ich nochmal dazu sagen, also Geflügel, 83,4 Millionen und 5,2 Millionen gehen auf Schweine zurück, 0,7 Millionen Rinder. Wir sehen auch ein paar Pferde, 602 Pferde im Prinzip, werden hier auch geschlachtet für den Konsum. Was auch eingerechnet ist in die Bilanz, sind die Hahnenküken, die auch getötet werden, ist im Prinzip ein Nebenprodukt der Eierproduktion. Das sind in Österreich ungefähr 9,3 Millionen Hahnenküken. Die anderen, die gehen wieder in die Legebatterie. Also in die, nicht Legebatterien, sondern unter anderem natürlich auch in industrielle Tierhaltungssysteme, aber auch teilweise andere Haltungsformen sind hier auch gegeben. Das sind auch ungefähr 9,3 oder 9,5 Millionen Hennen. Das sind die weiblichen, die man dann im Prinzip schon weiter verarbeitet. Weil die männlichen, nur zur Info, falls sich wer fragt, warum man die nicht mästet, es gibt eigene Arten oder Linien, die einfach mehr Ertrag abwerfen. Also es gibt eigene Hühnerarten, Rassen, die man verwendet, die mehr Fleisch praktisch in kürzester Zeit generieren können an ihrem Körper. Genau. Wenn man sich das jetzt global ansieht, dann sehen wir insgesamt pro Jahr bei weltweit mehr als 60 Milliarden Tiere, die pro Jahr geschlachtet haben, pro Jahr geschlachtet werden. Zum Vergleich, ich habe da letztens auch einen Artikel darüber gelesen, dass im Prinzip dass es wesentlich mehr ist sogar, also das, was wir alle zwei bis drei Jahre an Tieren essen, dass es der Anzahl an Menschen entspricht, die 200.000 Jahre Menschheitsgeschichte gelebt haben, habe ich in einem Artikel gelesen. Das hat mich auch ein bisschen beeindruckt, kann man so sagen. Weil ich gesagt habe, der basale Grund ist im Prinzip der sogenannte Veredelungsverlust, also warum jetzt wirklich tierische Produkte einen größeren Impact haben in Bezug auf pflanzliche Produkte, ist im Prinzip so, dass für 1 Kilogramm Fleisch im Schnitt 5 bis 25 Kilogramm an Futtermittel erforderlich ist. Bei Rindern sagt man 25 Kilogramm Futtermittel und bei Schweinen, Hühnern, die brauchen eher so 3, 5, teilweise ein bisschen mehr, je nachdem, ob man dann auch den Konsum dazu rechnet, also im Prinzip Knochen, Sehnen, Blut etc. Es kommt dabei auch zu einem Verlust von über 70% der Energie, die in den Futtermitteln drin ist, und 99% der Kohlenhydrate, 90% des Eiweißes und 100% der Ballaststoffe gehen bei diesem sogenannten Veredelungsverlust verloren. Und was das für ein immenses Einsparpotenzial eigentlich in sich birgt, das werden wir dann nachher nochmal ganz kurz erörtern. Es ist auch, ich habe hier nochmal dargestellt, wenn man 1 Kilokalorien hat, die in Getreide verfügbar ist,
man wandelt jetzt, macht jetzt Brot draus, dann bleibt die eine Kilokalorie im Wesentlichen erhalten. Jedoch, wenn ich jetzt die Kilokalorien nehme und ich verfüttere es dem Tier, dann habe ich einen immensen Verlust. Und wir sehen, bei Rindfleisch sind das ungefähr 9 Kilokalorien, die verloren gehen, bei Hühnern 3 Kilokalorien und bei Schweinen ungefähr 2 Kilokalorien. Da gibt es unterschiedliche Zahlen, da geht es auch um Futtermitteleffizienz, Verwertung, um das System oder was eher industrieller oder Weidehaltung ist etc., warum sich diese Faktoren verschieben. Nur wir sehen dieses große Einsparpotenzial. Und jetzt gibt es Studien von einer Oxford-Study und es gibt auch eine Studie des Umweltprogramms der Vereinten Nationen, die haben berechnet, was wäre, wenn ich die Futtermittel, die für die Menschen auch geeignet wären, wie Soja, Weizen, wenn wir die quasi für die humane Ernährung zur Verfügung stellen würden. Was wäre da der Impact? Und es wäre im Prinzip so, dass man 3 bis 4 Milliarden mehr Menschen ernähren könnte. Ich habe ja vorher eingangs erwähnt, dass es im Prinzip so ist, dass es ein Leistbarkeit- und Verteilungsproblem ist. Nur müssen wir ein paar Faktoren einrechnen, die nicht nur in Österreich, sondern auch global gesehen einen großen Impact haben. Also künftig auch in ein paar Dekaden kann es auch zu Ernteinbußen kommen in Österreich zum Beispiel von fast 20% aufgrund des Klimawandels. Also wir müssen bedenken, die Hitze, dass die Temperatur nach oben geht, Hitzeextreme nehmen zu, auch Schädlinge, die thermophil sind. Ein zweiter Aspekt ist die Flächenversiegelung und das betrifft in Österreich auch, in ein paar Dekaden können das auch ein paar hunderttausend Hektar sein, die auch wirklich nachhaltig versiegelt werden, verloren gehen. Das heißt, wo kein Wasser mehr durch den Boden durchdringen kann und wo man auch nichts mehr anbauen kann. Straßenbau, denken wir nur, oder auch Wohnbauten etc. Global gesehen natürlich auch ein Problem. Und was auch ein Problem ist, natürlich Bodenerosion. Also Böden gehen auch verloren. Also es gibt auch eine Form der Landwirtschaft, die mit sehr viel Stickstoffdünger und Pestiziden assoziiert ist. Und hier gehen zum Beispiel, die tragt auch dazu bei, dass sehr viel fruchtbarer Boden verloren geht. Also der Humus geht verloren durch diese Form. Und last but not least, ein Faktor, den wir im ganzen Gefüge der Ernährungssicherung auch berücksichtigen müssen, ist, dass die Weltbevölkerung auch steigen wird. Wie gesagt, in den nächsten 30 Jahren werden wir noch mal 2 Milliarden mehr Menschen sein, die es zu ernähren gibt. Und natürlich ihren Konsummuster. Und die können sich natürlich ändern, aber es könnte auch Business as usual weitergehen im Prinzip. Also vielleicht gibt es hier einen Paradigmenwechsel, den es meiner Meinung nach braucht. Prinzipiell wäre es natürlich, wir werden das Paris Agreement, und es haben auch Studien gezeigt, das Paris Agreement ist unmöglich zu erreichen, wenn wir nicht den Konsum von tierischen Produkten zumindest angehen. Also hier muss es einen Ernährungswandel geben, gesamtheitlich gesehen natürlich. Also das spielen biologische Produkte auch eine Rolle. Das heißt, all diese Faktoren muss man reinrechnen, die auch entscheidend sind für eine Bewertung für die Ernährungssicherung jetzt, aber gerade auch in Zukunft. Das heißt, wir müssen eigentlich einsparen, wo es geht, wo es nur geht. Und zwar evident ist der Lebensmittelabfall, ein Drittel wird weltweit weggeschmissen und das ist natürlich ein ganz großer Faktor. Und es ist im Prinzip so, dass wir das vermeiden müssen und klarerweise ist es auch so, dass es auch so ist, dass wir punkto Futtermittel genau hier auch ein großes Einsparpotenzial haben, also was gegeben ist. Das heißt, die Ernährung kann einen wichtigen Beitrag für die künftige Ernährungssicherung leisten. Und wenn man sich anschaut, die Prognosen und einen Ausblick drauf geben, dann ist es im Prinzip auch so, dass die weltweite Fleischproduktion bis 2050 auch zurückgehen wird, also beziehungsweise sich erhöhen wird, wenn wir hier nicht etwas machen. Also sehen Sie sich mal kurz die Grafik an. Es ist nämlich so, dass wir, wenn wir uns anschauen, vor 60 Jahren ungefähr, wurden ungefähr noch 100 Millionen Tiere gegessen. Und 2013 sind wir dann bereits bei fast 370 Millionen Tonnen an Fleisch, was gegessen wird. Weil vor 60 Jahren war das im Prinzip bei 100 Millionen und jetzt hat es ums 3- bis 4-fache sogar zugenommen, Fleischkonsum. Und wenn man sich das Business as usual Szenario ansieht, dann sind wir hier 2050 bei 557 Millionen Tonnen an Fleisch, was dann gegessen wird. Das wäre nochmal eine Steigerung um mehr als die Hälfte im Prinzip. Genau.
Und hier, wenn wir jetzt weitergehen, einen Moment, bitte. Jetzt habe ich den Bildschirm gerade nicht sichtbar. Einfach nochmal genau. Auf Bildschirm teilen gehen unten, also das Bildschirmsymbol. Ah, okay, Moment. Ich glaube, da hat sich jetzt ein bisschen was. Einen Moment. Bildschirm teilen. Bildschirm teilen. Also unten sind die Symbole mit Bildschirm. Ein Moment. Ja. Ah, okay. Ich glaube, es funktioniert jetzt wieder, oder? Okay. Gut, danke schön. Wieder, oder? Okay, Entschuldigung für die technischen Komplikationen. Okay, gehört ja, glaube ich, zu jedem Vortrag mittlerweile dazu. Okay, Sie haben gesehen, die Projektionen vorhin, dass es eben sehr stark ansteigen wird. Also, dass wenn wir wirklich nichts ändern würden, dann wird sich der Fleischkonsum wieder mal um die Hälfte zunehmen, ausgehend von 2013. Es gibt natürlich Bewegungen auch in die Richtung, dass wir weniger Fleisch essen. Es gibt auch so Veggie-Trends, wie wir Flexitarier etc., die wir auch sehen. Nur jetzt wirklich in den Schwellen- und Entwicklungsländern, hier sehen wir, dass der Fleischkonsum schon noch deutlich noch am Steigen inbegriffen ist. Und im Prinzip ist es auch so, dass gerade in Europa, auch in den Vereinigten Staaten, das teilweise stagniert oder sogar noch leicht steigt der Fleischkonsum. Also diese Trends sind dann eher, kann man sagen, regionale oder auf nationaler Ebene teilweise gegeben, aber die können natürlich den hohen Fleischkonsum dann nicht überlagern. Vom Amazonas waldet, wenn man jetzt, weil es ist ganz klar, dass die Ernährung auch einen Impact auf die Regenwaldabholzung hat. Es wurden von den gerodeten Regenwäldern wurde 70% des Amazonaswaldes für die Weidehaltung gerodet und der Großteil der restlichen 30% für den Sojaanbau. Und es gibt hier einen ganz klaren Zusammenhang und wir haben jetzt auch wieder gehört, dass die Rate stark angestiegen ist, gerade in Brasilien auch, wo es Waldbrände gibt etc. und wo auch der Präsident dem auch keinen Einhalt gewährt. Also der nimmt das auch nicht als ganz wichtige, schützenswerte Ressource dar. Also der sieht das eher als Ressource, dass man es für landwirtschaftliche Produktion nutzt. Und hier muss man auch ganz klar sagen, dass es hier auch wirtschaftliche Interessen gibt und auch Ressourceninteressen von anderen Nationen. Also es wird sehr viel, Brasilien gehört zum Nummer 1 bzw. Nummer 2 Land punkto Export von Rindfleisch und Sojafuttermittel. Das heißt, es wird ganz viel Soja auch und auch Rindfleisch exportiert. Also zum Beispiel China war bis 1993 noch Netto-Soja-Exporteur. Und seit 1993 importieren sie schon mehr Soja, als was sie produzieren, weil der Fleischkonsum, gerade Schweinefleisch und auch der Hühnerfleischkonsum, sehr stark gestiegen ist. Und gerade Schweine und Hühner werden fast ausschließlich mit Kraftfuttermitteln ernährt. Das heißt, man muss extra Flächen anbauen, Weizen, Soja, die dann den Tieren gefüttert wird. Und es gibt auch einen Connex natürlich zu Österreich, werden Sie vielleicht wissen. Insgesamt importiert Österreich jährlich circa 500.000 Tonnen Soja. Und von dieser halben Million Tonnen Soja geht der Großteil auf Argentinien, Brasilien und die Vereinigten Staaten zurück. Ein bisschen was wird auch aus Paraguay importiert. Und der Großteil dieses Futtermittels, was importiert wird, ist auch gentechnisch verändert. Gentechnik ist im Prinzip in Österreich verboten, nur bei den Futtermitteln gibt es eine Ausnahme. Und das, was wir importieren nach Österreich, das wird alles ausschließlich in der Tierhaltung verfüttert. Das heißt, es bekommen unsere Schweine, Geflügel und auch Rinder. Das Soja, was wir hierzulande essen, vieles kommt aus österreichischer oder auch europäischer Produktion und darf auch nicht gentechnisch verändert sein. Das heißt, es fällt das Soja aus Brasilien zum Beispiel weg, also weil das Gentechnik Soja darstellt. Und man kann auch sagen, dass weltweit 90 bis 95% der Weltsojaernte an Tiere verfüttert wird, weil es ja immer wieder auch den Vorwurf gibt, zum Beispiel an Vegetarier, das hört man oftmals, dass durch Soja eben Regenwälder geholzt werden oder brandgerodet werden. Das stimmt, nur der Großteil geht in die Tierproduktion. Auch 40% der Weltgetreideernte wird zum Beispiel an Tiere verfüttert. Genau, und punkto Fleischkonsum, das hängt natürlich dazu zusammen. Warum importieren wir so viel? Eigentlich ist es im Prinzip so gewesen, Sie können sich noch erinnern, es hat die BSE-Krise gegeben und dann durfte man nicht mehr
sehr proteinreiche Tiermehl durfte man wegen BSE nicht mehr verfüttern. War ja auch eine zoonotische Erkrankung und ja, davon gibt es ja einige, auch Schweinegrippe etc. Von dem her ist es weggefallen und man hat eine billige Ressource-Alternative gebraucht und man hat dann angefangen, im Prinzip aus Südamerika und auch aus Nordamerika verstärkt im Soja, billiges Soja-Futtermittel zu importieren. Und das war nicht nur eine Strategie von Österreich, sondern auch von der ganzen EU. Die EU importiert im Schnitt 35 bis 40 Millionen Tonnen an Soja. Also das ist eine ganz große Proteinabhängigkeit gegeben pro Jahr. Also man spricht auch von der sogenannten Eiweißlücke. Also es, im Prinzip wird es importiert auch, damit wir den hohen Fleischkonsum, den hohen Bedarf abdecken. Also in Österreich kann man auch sagen, dass ungefähr die Hälfte der Futtermittel, was auch geeignet werden für uns teilweise, also das ist eben Weizen, zum Beispiel Soja, das, was angebaut wird, wird auch verfüttert. Also die Hälfte, mehr als die Hälfte der Flächen in Österreich dienen nur zum Futtermittelanbau. Hier könnte man zum Beispiel einsparen und es würde im Prinzip so, wir könnten das ganze Soja, da haben wir eine Studie darüber gemacht, auch eine Studie zu Palmöl und Sojafuttermittel und man könnte das theoretisch, das ganze Palmöl, was wir brauchen und das Soja auch, könnten wir hierzulande in Form von Alternativen von Raps und Sonnenblumenöl anbauen. Und wenn wir ein Drittel weniger Fleisch essen, das ist ganz spannend. Das zeigt vielleicht auch nochmal das große Potenzial auf. Und wir haben auch eine andere Studie gemacht zu der Biolandwirtschaft, die ja auch assoziiert ist mit klaren Benefits für Umwelt und Klima. Biolandwirtschaft wäre in Österreich schon möglich, wenn wir Fleischkonsum in Österreich um 10% reduzieren würden. Und das ist ganz spannend. Genau, wegen der geringeren Erträge, das wird das dann im Prinzip dann auch ausbalancieren. Punkto Regenwäldern, weil wir noch beim Thema Regenwälder sind. Die globale Ernährungssicherung ist sie prinzipiell ohne Abholzung bis 2050 möglich. Also wir wissen ja, dass jetzt schon sehr viel abgeholzt wird. Nur gab es eine Studie, eine Nature-Studie von den Kollegen vom IF, Kolleginnen, Herbert Ahl. Die haben sich das angeschaut, ist ein Szenario, ein Ernährungsszenario möglich, in dem bis 2050, wo wir 9,6 Milliarden Menschen laut dieser Studie dann sein werden, gibt es ja unterschiedliche Prognosen, ob es praktisch möglich ist, keine Regenwälder, keine Wälder zu holzen für die Ernährungssicherung, dass wir nicht extensivieren, was auf Kosten von Regenwäldern geht. Und die Studie ist zu dem interessanten Ergebnis gekommen, dass in den gesamten ovolacto-vegetarischen Szenarien, das sind hier diese Szenarien hier, in ganzen ovolacto-vegetarischen Szenarien, in den meisten, ist es wahrscheinlich bis sehr wahrscheinlich, dass keine Abholzung möglich ist. Und in allen veganen Szenarien ist rausgekommen, dass gar keine Abholzung eben auftreten würde. Und man hat insgesamt 500 Szenarien gerechnet, kann man sich auch detail nochmal anschauen natürlich, mit unterschiedlichen Erträgen und je nach unterschiedlicher Ernährung auch. Fand ich ganz spannend, das Resultat. Weil ich auch angesprochen habe, es gibt natürlich den Konnex zwischen Ernährung und Regenwaldabholzung und Klima. Und klar gibt es auch diesen Konnex zur Gesundheit. Und der ist auch ganz entscheidend, weil es gibt natürlich den, wichtig ist bei dieser Abbildung, dass ich, also die, das in der Mitte, das sind im Prinzip die Aktivitäten am Landwirtschafts-, am Tierhaltungssektor und die führen zu den Treibhausgasen und auch zu dem besagten Klimawandel. Aber es gibt natürlich auch einen direkten Pfad vom Ernährungssystem zur Nahrungsaufnahme und da letztendlich, abhängig von unserer Ernährung, entstehen auch gewisse Gesundheitsfolgen, die mit der Ernährung assoziiert sind. Also Dickdarmkrebs zum Beispiel ist ein Beispiel oder generell Krebs, aber auch Übergewicht, Diabetes mellitus 2. Und in dieser Studie hat man sich angeschaut, im Prinzip die kardiovaskulären Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und man hat angenommen, dass wenn man die Tierproduktion um 30% reduzieren würde, und das haben wir gleichgesetzt mit dem Konsum, man würde im Sinne des Klimawandels, wenn man die reduzieren würde um 30%, wie wäre der Impact auf die Gesundheitsfolgen für die Bevölkerung von UK? Und man ist draufgekommen, dass es würde 18.000 weniger Tote infolge von Herz-Kreislauf-Erkrankungen geben pro Jahr, wenn man die Ernährung umstellt. Also wenn man, dann hätte es Benefits für das Klima und natürlich für auch die Gesundheit und auch für Umwelt und auch für die Ernährungssicherung. Das sind die sogenannten Co-Benefits und die sind ganz wichtig zu highlighten. Weil klar, wenn ich einen kleineren Schrauben drehe, wie ich gesagt habe, da tut sich schon was, regional zum Beispiel oder saisonal. Nur wenn ich die Ernährung per se im Prinzip modifiziere, dann drehe ich an einem ganz großen Rad, wo sehr viele Sachen dranhängen. Ernährungssicherung, Regenwaldabholzung, Klimawandel und Gesundheit. Das heißt, ich kann eine Win-Win-Win-Win-Situation entstehen lassen, wenn ich meine Ernährung nachhaltiger gestalte. Und
Da sehen wir, dass es hier einen ganz klaren Benefit gibt. Und weil wir bei der Gesundheit sind, hier ist es auch, hier habe ich zwei, die Ernährungskreis der Deutschen Gesellschaft für Ernährung gegenübergestellt, zum Beispiel mit einem veganen Teller jetzt in dem Fall. Und hier können wir sehen, dass auf der, das sehen Sie auf der linken Abbildung, da gibt es diesen Sektor mit Fleisch, Wurst, Fisch, Eiern und Milchprodukten im Prinzip. Und auf der rechten Seite ist es im Prinzip ersetzt, genau dieser Sektor, durch Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen. Das ist dieser Bereich. Ansonsten sind diese Teller zu 75% gleich. Die Frage, die bei dem einen oder anderen natürlich aufpoppen wird und die mir früher natürlich auch aufgepoppt ist, als Ernährungswissenschaftler, genau, habe ich schon, durfte ich mir natürlich das schon vor 20 Jahren im Prinzip anschauen, wo ich angefangen habe zu studieren. Aber die Frage war auch für mich, das war auch meine Motivation, das zu studieren, ist es jetzt gesund, wenn man sich jetzt zum Beispiel vegetarisch oder auch vegan ernährt? Da gibt es ja sehr viele Einschätzungen. Wenn ich jetzt nachdem Patrick Bamouvian geht, er hat das Prädikat auch stärkster Mann von Deutschland, er fällt halt nicht vom Fleisch. Er sagt, die stärksten Tiere sind Pflanzenfresser, Gorillas, Büffel, Elefanten und ich. Er ernährt sich eben seit 20, über 20 Jahren, hat sich vegetarisch ernährt und danach vegan. Viel wichtiger ist natürlich eine wissenschaftliche Einschätzung. Und hier gibt es ein Statement, der früher war das die amerikanische Gesellschaft für Ernährung, jetzt ist die Academy of Nutrition and Dietetics. Und das ist die weltgrößte Ernährungsorganisation und sie sagt, das ist eine Position der Academy of Nutrition and Dietetics, dass eine gut geplante vegetarische Ernährungsformen, gut geplante vegetarische Ernährungsformen inklusive der veganen, gesund ernährungs- und ernährungsphysiologisch angemessen sind, sowie gesundheitliche Vorteile bei der Prävention und Behandlung bestimmter Krankheiten haben können, zum Beispiel Rheumatoide Arthritis oder Diabetes mellitus 2, hier hat man große Behandlungserfolge erzielt. Spannend ist auch das nächste Statement. Diese Ernährungsformen sind für alle Lebensabschnitte geeignet, inklusive Schwangerschaft, Stillzeit, Säuglingsalter, Kindheit, Jugend und Alter sowie für Athletinnen und Athleten. Und bei den neueren Statements, Sie haben diese Statements im Prinzip das erste Mal Ende der 80er Jahre schon verfasst, also sehr visionär auf jeden Fall und progressiv kann man noch sagen für eine Ernährungsorganisation. Und Sie haben auch diesen Nachhaltigkeitsfaktor auch reingenommen, den ich als sehr wichtig erachte. Nur ein kurzes Beispiel am Rande, Fischkonsum, den habe ich hier in meinem Vortrag nicht hergeleitet, ist aber auch ein wichtiger Aspekt zum Beispiel. Also wir haben in Österreich einen Selbstversorgungsgrad der Fisch von 5%, 95% werden importiert und 80% der globalen Fischbestände weltweit gelten als überfischt oder ans Limit gefischt. Und von dem her muss man sich natürlich, und die Fleischempfehlung, die Fischempfehlung ist im Prinzip auch bei vielen Ernährungsorganisationen relativ hoch angesetzt und insofern muss man eigentlich die Trade-offs wie ökologische oder auch klimatische Folgekosten muss man natürlich auch, finde ich, einrechnen bei den Empfehlungen der Ernährungsgewohnheiten und das Kommunizieren, das fehlt bislang hierzulande meines Erachtens leider noch. Es gibt auch andere Positionen von vielen anderen internationalen Ernährungsgesellschaften, auch von Staaten des Nordens, also Schweden, Finnland etc., die haben hier auch ein Statement rausgebracht. Es gibt es von Portugal, Kanada, UK, Australien, also die auch im Prinzip ähnlich wie die END konstatieren, dass eine vegetarische und vegane Ernährungsformen für jegliche Lebensphase geeignet sind und auch andere Benefits haben, auf die ich heute eben weniger eingehen kann. Hier haben wir nochmal die klassische und jetzt werde ich relativ zügig da zu Ende kommen. Wir haben noch einige Minuten. Das ist die klassische ÖGE-Ernährungspyramide. Und nur zur Veranschaulichung, es gibt auch mittlerweile eine sehr gut ausgedachte Gießener vegetarische Ernährungspyramide. Es gibt auch eine auch ausgehende im Prinzip von Gießen, eine vegane Ernährungspyramide, wo man auch sich ganz, ganz, ganz genau anschauen kann, dass man auf Vitamin B12 achtet und dass man natürlich 5-FD, Gemüse, Obst und so weiter zu sich nimmt. Also wenn man es gut geplant macht, dann ist es im Prinzip gesundheitlich, kann es sehr viele Benefits bringen. Also hier zeigen auch Studien, dass zum Beispiel Obolacto-Vegetarier oder Veganer zum Beispiel 25-50% geringeres Risiko haben gegenüber von Seltenfleischessern zum Beispiel. Also da gibt es ganz klare Benefits. Und wenn ich das jetzt mir gesamtheitlich ansehe, wenn wir das nochmal gesamtheitlich framen, die Ansatzpunkte für eine gesunde und für eine nachhaltige Ernährung im Sinne des Klimaschutzes auch, kann man sagen, dass ein wichtiger Aspekt ist, dass eine pflanzenbetonte und vegetarische, vegane Ernährung einen sehr großen, den größten Beitrag am Ernährungssystem leisten kann. Prinzipiell gilt natürlich mehr pflanzliche Lebensmittel,
Also, dass man auch, wenn man Fleisch konsumiert, dass man wirklich vielleicht ein Veggie Day einlegt oder einmal die Woche zurück zum Sonntagsbraten geht, dass man das mal ausprobiert, wie sich das für einen gestaltet. Es gibt ja sehr viele schmackhafte Alternativen. Biologische Lebensmittel wären noch wichtig. Der Biolandbau per se ist natürlich auch eine wichtige Option zur Nachhaltigkeit, zur Generierung von nachhaltigen Ernährungsmustern, kann man noch sagen. Also, das ist ein Beitrag, leistet, beziehungsweise besser gesagt, es ist so, dass der Biolandbau auch den Humusboden, also die Fruchtbarkeit, erhält prinzipiell. Der Humusboden ist im Prinzip auch anteilig mehr im Vergleich zu konventionellen Böden. Zum Beispiel die Artenvielfalt in den Böden ist auch höher und es dürfen noch keine Pestizide eingesetzt werden, keine synthetischen Stickstoffdünger zum Beispiel und gentechnisch veränderte Futtermittel dürfen nicht eingesetzt werden und die Tierhaltung per se ist meistens auch tiergerechter, kann man sagen. Also muss man sich im Detail natürlich anschauen. Also es gibt klare Argumente für den Biolandbau, ganz klar, und für biologische Lebensmittel. Lebensmittelabfälle vermeiden, da können wir uns alle an der Nase nehmen. Das sind nämlich auch pro Haushalt 80 Kilogramm pro Person pro Jahr im Schnitt in Wien zum Beispiel. Und da kann man sehr viel einsparen. Einiges ist natürlich nicht. Also es gibt auch Reste etc., die sogenannten unvermeidbaren, aber das meiste ist vermeidbar. Regionale Lebensmittel kann man wegen der Wertschöpfungskette natürlich, kann man auch darauf setzen. Saisonale Gemüse aus Freiland wäre auch wichtig. Regional und saisonal ist erste Wahl, sagt man auch immer. Das eine geht Hand in Hand mit dem anderen. Flugzeugimportierte Lebensmittel meiden macht nur einen Bruchteil im Prinzip des Lebensmittelsortiments aus. Trotzdem haben diese einen sehr hohen Impact. So wie bei unserer persönlichen Bilanz ja eigentlich der Worst-Case-Szenario im Prinzip ein Flug jetzt über See und zurück ist. Also das im Prinzip entspricht ja auch der Treibhausgasbilanz, die ich im ganzen Jahr über in allen Sektoren verursache. Also von dem her wäre das natürlich neben Fleischkonsum ganz wichtig, dass wir weniger fliegen, was jetzt vielleicht uns ein bisschen leichter fällt, nehme ich mal an. Genau, Okraschoten zum Beispiel wären oft geflogen, dann noch asaisonaler Spargel, hat jetzt zum Glück jetzt gerade bei uns Saison, aber der wird auch gern, also leicht verderbliches Gemüse und Obst wird geflogen, exotische Früchte zum Beispiel. Und auch möglichst frisch, geringe verarbeitete Lebensmittel wäre auch ein wichtiger Punkt. Statt tiefgefrorenen Tiefkühlpommes können ungefähr so Emissionen wie Schweinefleisch zum Beispiel haben. Genau im Gegensatz zur Kartoffel, die jetzt nicht tiefgefroren ist, sondern frisch quasi delivered wird. Energieeffiziente Haushaltsgeräte und zu Fuß und mit dem Fahrrad einkaufen fahren wäre natürlich auch ein wichtiger Aspekt. Hier haben wir noch ganz kurz die Nachhaltigkeitsdefinition, die Sie alle kennen, werde ich uns vielleicht kurz ersparen, was ich wichtig finde. Also die gilt für mich nach wie vor, nur momentan sind wir vielleicht nicht am richtigen Weg. Also die Fridays for Future Bewegungen zeigen uns das auch, finde ich, halten uns auch den Spiegel, auch meiner oder der letzten Generationen, definitiv vor Augen. Das heißt, wir müssen wirklich handeln. Also wir können uns dann nicht ausreden, dass wir das nicht gewusst haben. Die wissenschaftliche Basis ist da. Wir wissen, was wir zu tun haben, also nicht nur im Energiesektor, nicht nur im Industriesektor, sondern auch im Ernährungssektor. Und es gilt auf jeden Fall, das Potenzial zu erkennen. Weil wir wollen ja alle unseren künftigen Generationen einen schönen Planeten hinterlassen, wo es auch Wälder gibt, Wiesen gibt, wo die Ressourcen geschont werden, im Optimalfall, dass wir auch im Einklang leben mit Menschen, mit anderen Tieren und wo es um den Respekt geht, wo wir wirklich nicht nur die Erde als Extraktionspool sehen oder als Ressource, die wir quasi, kann man so sagen, bis dato nicht ausgebeutet haben, die wir ausbeuten wollen, sondern wirklich, dass wir so viel nur nehmen, wie es auch der Planeten vertragt. Also das ist das Entscheidende, worum es auch, glaube ich, in der ursprünglichen Definition vom Brundtland Report, wo das entschieden ist, wo es auch darum geht, was bedeutet eigentlich Nachhaltigkeit. Und ich muss wirklich an unsere Generation denken, aber auch an die künftigen Generationen. Und hier ist es wirklich höchste Zeit zu handeln. Und der Ernährungssektor kann einen großen und wesentlichen Beitrag leisten. Und zusammenfassend kann ich sagen, dass punkto Klimawandel, eine ovolacto-vegetarische Ernährung zum Beispiel, würde die Treibhausgasemissionen um ein Drittel senken, eine vegane Ernährung um mehr als zwei Drittel. Also hier gibt es sehr viel einzusparen. Bei der Ernährungssicherung könnten wir auch den Druck rausnehmen künftig, weil wenn wir die Kraftfuttermittel umwidmen würden und wir würden sie direkt konsumieren und nicht quasi veredeln, dann könnten wir 3 bis 4 Milliarden mehr Menschen ernähren. Punkto Regenwaldabholzung ist sogar auch durch die vegetarischen Ernährungsweisen oder auch eine Ernährungsweise mit wesentlich weniger Fleisch, dass die auch komplett vermeidbar sein wird.
müssen wir uns natürlich sehr an den Riemen halten. Und gesundheitlich gesehen gibt es auch deutliche Benefits, die ich jetzt nicht aufgezeigt habe. Also Dickdarmkrebsrisiko ist auch deutlich verringert. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes mellitus 2, Übergewicht. Also hier gibt es ganz klare gesundheitliche Benefits, die mit einer pflanzenbetonten und vor allem vegetarischen veganen Ernährungsweise assoziiert sind. Und das mögen schon auch Gründe gewesen sein, vielleicht, warum jetzt ein ganz berühmter Wissenschaftler, ich glaube, Sie kennen ihn wahrscheinlich, vor mehr als 70 Jahren noch konstatiert hat, dass eben nicht die Chance auf ein Überleben auf der Erde so steigern wird, wie der Schritt zur vegetarischen Ernährung. Und ich glaube, damit kann ich das Ganze auch abschließen. Und ja, und ich hoffe auf jeden Fall, dass wir diese Transformation hinkriegen und dass wir eine Ernährung mit weniger Fleisch, biologisch, saisonal, regional, auch fair gehandelt, dass die in Zukunft auf jeden Fall ermöglicht wird und dass wir so auch den Planeten schützen werden und auch das Klima auch wieder im Einklang mit dem Klima leben werden. Ich darf mich recht herzlich bedanken. Wir sind jetzt am Ende von dem ersten Teil und jetzt folgt gleich meines Wissens gleich der zweite Teil mit der Diskussion und ich freue mich auf jeden Fall auf Diskussionsbeiträge und Fragen und danke fürs Zeitnehmen. Ja, danke schön. Ja, vielen herzlichen Dank, Martin Schlatzer, für diesen Einblick in den Einfluss der Ernährung auf das Klima, auf die Nachhaltigkeit. Sehr spannender Vortrag, herzlichen Dank. Ich denke, da sind ganz viele spannende Fragen aufgetaucht. Ich habe auch schon gesehen im Chat, wenn wir da mal reingehen, hat jemand eine Frage gestellt. Vielleicht können Sie gerade im Chat mal schauen. Da ist eine Frage aufgetaucht und ansonsten können wir auch dann direkt überleiten in die Diskussion. Sie können sich dann auch per Mikrofon einfach melden, wenn Sie das Mikrofon freischalten oder einfach ganz kurz vorher eine Chatnachricht schreiben, dass Sie einen Fragenbeitrag haben und dann kann man sich da entsprechend einwählen. Vielleicht können Sie kurz auf die Frage im Chat eingehen. Sehen Sie die Frage? Ja, gerne habe ich. Genau. Die Frage ist gestellt worden, kurz runtergebrochen, warum sich die Empfehlungen der unterschiedlichen Ernährungsorganisationen unterscheiden. Es gibt ja auch hier unterschiedliche Meinungen dazu oder nicht, sagen wir so, unterschiedliche Expertisen oder warum sie die unterscheiden. Zum Beispiel die österreichische, die deutsche und die Schweizer Gesellschaft für Ernährung, die im Prinzip sprechen sich jetzt nicht kategorisch gegen eine vegetarische Ernährung ohnehin nicht und nicht aus, also sprechen sich nicht dagegen aus und auch einer veganen Ernährung im Prinzip stehen sie prinzipiell offen gegenüber, wo es halt Bedenken gibt, wie es auch richtig hier in dem Kommentar steht, dass es eben in manchen Lebensabschnitten, Schwangerschaft, Säuglingsalter, dass es hier nicht empfohlen werden kann. Und viele Organisationen weltweit machen das schon. Also wie gesagt, ich habe ja einige aufgezeigt, die sich dafür aussprechen, unter anderem die weltweit größte Organisation. Genau, Ernährungsorganisation. Ja, es gibt einige Ansätze, es wird prinzipiell diskutiert, warum das jetzt so ist. Genau. Also ein Aspekt, der auch diskutiert wird, ist im Prinzip, dass unsere Böden nicht so mineralstoffreich sind und warum es dann auch heißt prinzipiell, dass man gewisse dass man Selen zum Beispiel oder Jod auch verstärkt, wobei Jod sollte man als sollte die gesamte Bevölkerung ja, es ist ja das Salz auch angereichert, ist generell ein Aspekt, nicht nur der vegetarischen oder veganen Ernährung, sollte man ja eher im Prinzip, und das wollte ich nur als Beispiel bringen, dass unsere Böden zum Beispiel sehr selenarm sind. Und darum wird auch empfohlen, dass man das Selen dann eher über andere Ressourcen, pflanzliche Ressourcen zu sich nimmt, zum Beispiel Paranüsse etc. Das ist ein Beispiel. Und sonst gibt es natürlich auch noch andere Punkte, um das vielleicht kurz zu machen. Für mich ist es natürlich spannend, weil im Prinzip viele andere Ernährungsorganisationen, und das sind doch einige, die ein Statement zu vegetarischen und veganen Ernährungsweisen verfasst haben, sagen im Prinzip, dass es gut geplant ja möglich ist im Prinzip. Und im Prinzip haben alle dieselbe Studienlage. Und ich sehe keinen Grund darin, dass man nicht auch im Prinzip sich dafür ausspricht, auch in Österreich. Aber warum, da müsste man natürlich reingehen. Also es wird jetzt auch nicht au detail. Es gibt eben diese mit den Mineralstoffen und es gibt einige Aspekte, die angesprochen werden, aber im Prinzip kann ich alles abdecken, auch dadurch, wenn ich wirklich eine breite Palette an Lebensmittel wähle und teilweise B12 auch achte natürlich, klarerweise, also gibt es ja auch
Da gibt es auch Lebensmittel, die angereichert sind, Zahnpaste oder man nimmt Kautabletten oder ähnliches natürlich zu sich halt. Also das wäre im Fall von Vitamin B12 natürlich essentiell. Das ist der Nährstoff, der in der veganen Ernährung nicht auftritt. Genau. Fragt jemand, kann Laborfleisch alles verändern? Also die Frage nach künstlicher Ernährung quasi. Wie sehen Sie das, Herr Schlotzer? Ja, im Prinzip, die Frage ist sehr, kann Laborfleisch alles verändern? Also ich glaube nicht, dass es jetzt alles verändern kann. Ich meine, es hängt immer von diversen Entwicklungen ab. Sogenannte Laborfleisch, da gibt es ja, ich meine, ich fange vielleicht ganz vorne an, es gibt ja schon viele sogenannte Fleischalternativen, die ja schon die es seit hunderten Jahren im Prinzip auch in China zum Beispiel gibt. Tofu, sage ich hier nur als Beispiel. Oder auch Seitan wird als Alternative im Prinzip verwendet. Und dann nachher hat es immer mehr Produkte gegeben, auch Sojabasen. Sojabasis, einige werden Sie wahrscheinlich kennen, da gibt es auch einen, der global auch auf den Aktienmärkten, wo es auch zu einem Boom gekommen ist. Das gibt es zum einen, also es gibt schon sehr viele Alternativen auf pflanzlicher Basis, die produziert werden und die schon sehr, sehr, sehr geschmacklich sehr knapp dran sind an Fleischprodukten. Aber vor ein paar Jahren gab es ja auch diesen sogenannten Laborburger, der war 100.000 Euro verschlungen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt sind die Techniken teilweise besser geworden, effizienter und man kann es schon billiger herstellen. Und marktreife wird es wahrscheinlich erst, da bin ich aber kein Experte, punkto Laborfleisch unter Anführungszeichen. Hier gibt es auf jeden Fall, ich glaube, dass es erst in ein paar Jahren im Marktreif sein wird. Ich glaube, dass es aber einen Beitrag dazu leisten kann. Ich weiß nicht, wie akzeptabel das ist. Das ist genauso wie mit wie Insektenburger oder so oder Larvenburger. Also hier sehe ich auch ähnliche Skepsis gegeben, auch vielleicht einen gewissen Ekelfaktor. Nur jetzt objektiv betrachtet oder nüchtern betrachtend, das Fleisch, was man ja aus Stammzellen von Schultern, von Rindern zum Beispiel entnehmen kann, das kann man ja dann auf Basis von Nährboden ja auch wirklich beliebig im Prinzip weiterführen und reproduzieren und wirklich so Fleischburger im Labors kreieren. Und man kann auch den Fettgehalt bestimmen etc. Also man könnte ein gesundes Fleisch im Prinzip auch ohne Antibiotika herstellen. Also keine Antibiotika wurden dann eben an Tier, also müsste dann nicht verfüttert werden. Also das heißt, Antibiotikaresistenz wird flachfallen, punkto zoonotische Erkrankungen würde es auch wahrscheinlich ein Faktor machen. Und Umwelt- und Klima-Impact zeigen die Studien sind auch geringer zum Beispiel bei In-vitro-Meat. Also Fleisch, was im Reagenzglas quasi produziert wird. Ob es jetzt, also hängt wirklich von vielen Faktoren ab, ob es jetzt wirklich, ob es monetär gesehen eben umsetzbar ist, dass die Kosten nicht so hoch sind. Man muss sich auch die Energiekosten anschauen, wie hoch die auch sind und die Akzeptanz wahrscheinlich der Bevölkerung. Also die sind wahrscheinlich Faktoren, die da reinspielen, für das, wie es sich entwickeln wird. Ich bin prinzipiell bei technologischen Lösungen, muss man das, ich weiß nicht, ob man das jetzt als technologische Lösung sehen muss oder sehen kann, nur auch immer ein bisschen skeptisch. Also generell, glaube ich, gilt es, unser Ernährungsmuster primär zu verändern, in die Richtung, dass wir wirklich auch mehr Pflanzen und Gemüse essen, weil hier auch sehr viele sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe enthalten sind, die auch krebspräventiv sind zum Beispiel oder auch die Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen. Und das ist auch im Prinzip die These, warum jetzt, wenn man sich auch fragt, warum Lacto-Vegetarier, Veganerinnen ein geringeres Risiko im Gegensatz zu Fleischessern haben, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erkranken oder auch bei anderen, bei Dickdarm-Krebsrisiko, warum ist das so ein markanter Unterschied? Das führt man eben darauf zurück, dass eben der Anteil prinzipiell höher ist, punkto Gemüse und Obst, was man auch konsumiert. Und gesättigte Fettsäuren sind zum Beispiel auch weniger, was im Fleisch mehr enthalten ist. Also von dem her gibt es hier ein paar Gründe, die dafür sprechen. Also dass man eben direkt auf mehr Obst, Gemüse geht. Und da haben wir gerade in Österreich ist der Gemüsekonsum sehr unbefriedigend und auch beim Obstkonsum gibt es hier Optimierungspotenzial. Und nur als grobe Grundregeln, falls der eine oder die andere das vielleicht noch nicht gehört hat, ganz einfach 5-a-day im Prinzip. Das heißt, dreimal am Tag eine Handvoll Gemüse und zweimal am Tag eine Handvoll Obst. Eine Handvoll ist im Prinzip ein Apfel schon eine Handvoll. Nur so als grobe Richtlinien, an der man sich orientieren kann. Man kann natürlich auch ein bisschen schummeln mit Gemüse und Fruchtsäften, aber prinzipiell ist es natürlich auch in Ballaststoff etc. besser. Man konsumiert natürlich das Produkt selber, auch wegen der Kautätigkeit zum Beispiel. Es gibt da einige Gründe. Vielen Dank. Ich hätte selbst noch eine Frage und zwar haben Sie in der Eingangsfolie gezeigt, dass die IPCC die Ernährung oder den Bereich der Ernährung den Einfluss auf das Klima im Bereich von 11 bis 37, 40% so einschätzt. Das ist ja ein doch sehr weiter Bereich, also ein
sehr weit gefasster Bereich. Ist da die Unsicherheit so hoch bei der Einschätzung oder die Frage, welche Teilbereiche man zur Ernährung mit einbezieht, in die Rechnung, ins Kalkül zieht? Oder woher kommt diese große Spanne bei der Einschätzung von der IPCC? Ja, vielen Dank für die Frage. Ist eine sehr gute Frage. Es gibt ja unterschiedliche Zahlen. Es gibt auch 19 bis 29%, Vereinten Nationen noch teilweise bis 39%. Da gibt es ganz unterschiedliche Einschätzungen. Ich glaube, diese Spannbreite, die lässt man sich prinzipiell, man gibt es in einer Spannbreite an, weil man es nicht auf eine Zahl genau runterbrechen kann oder eine Prozentzahl, weil, wie Sie richtig gesagt haben, es liegt schon mal an den Systemgrenzen zum Beispiel, zum einen, wie weit ich die Systemgrenzen setze. Dann natürlich auch wichtige Faktoren, Gewichte. Methan zum Beispiel vom Impact-Faktor her, also von dem Treibhausgaspotenzial mit 21 oder 25. Also ich beziehe mich jetzt allgemein auf Studien, warum da hier Unterschiede gegeben sind. Und ganz speziell gesehen, was ein ganz wichtiger Faktor darstellt, sind die Landnutzungsänderungen. Weil hier ist es auch ein bisschen schwer zu berechnen. Also wie auch von der, wie viel spricht man noch ganz genau natürlich dem Soja oder auch den Weidetieren zu, weil manchmal wird das ja auch gefällt und da geht es auch um die Nutzung und dass man das natürlich zuteilt. Aber es geht um diese Unsicherheit im Prinzip punkto Regenwaldabholzung, auf die geht es natürlich auch stark zurück, also die Landnutzungsänderung und warum das auch so eine Spannbreite ist. Dann ist es natürlich auch ein Experiment, das man erstmal durchführen müsste, es in größerem Stil zu tun, weil ja denn die Flächennutzung global auch sich wandeln wird. Also Futtermittelproduktion ist ja eine andere als Lebensmittel für Menschen. Damit werden die Böden anders genutzt. Welche Folgen das dann wirklich hat, ist ja ein Experiment. Man kann Hochrechnungen machen, aber mit Sicherheit ist da eine genaue Datenlage erst, wenn man es auch wirklich tut. Oder? Man muss das ja experimentell weltweit dann einfach mal auch sehen, wie sich das auswirkt. Oder? Ja, ich glaube prinzipiell, dass es also es geht auch darum, glaube ich, auch wie beim Biolandbau, weil wir auch eine Studie, die ich da eben auch erwähnt habe, die habe ich auch hier eingeblendet, 100% Biolandbau, da geht es prinzipiell um die Machbarkeit und was wären die Auswirkungen etc. Nur es geht, glaube ich, viel mehr um eine Vision und darum, dass man Step by Step auch in die Richtung geht, dass man das umsetzt. Und ich möchte nur auf eine Studie von Kollegen, Kolleginnen, ich auch am Fibel arbeite und da gibt es auch eine Studie von Kollegen in der Schweiz, Kolleginnen, die gezeigt haben, dass im Prinzip, dass man 2050 die 9,6 bis 9,8 Milliarden Menschen könnte man ernähren im Prinzip auf Grundlage von 100% Biolandbau weltweit, wenn man den Fleischkonsum reduziert und Lebensmittelabfall vermeidet. Und da hat man im Prinzip die auch nur die Futtermittel genommen im Prinzip, die auch für die Menschen möglich wären. Also das heißt, man müsste sich das nochmal extra anschauen, weil das ist ja auch ein häufiges Argument, was kommt zurecht. Dass es auch Weideflächen gibt. Also es gibt theoretisch wäre es ja so, dass Rinder weiden können und nur Gras praktisch zu sich nehmen als konsumieren und nicht gar nicht irgendwie in direkter Konkurrenz zu Menschen punkto Nahrungsmittelkonsum stehen. Das Problem ist, dass viel mehr zugefüttert wird. Also wenn man Japan oder Vereinigten Staaten sich ansieht, hier werden die bekommen die Tiere ausschließlich Kraftfuttermittel. Also sie stehen in Feedlots, die bekommen so gut wie kein, also stehen nicht auf Grasflächen und Weiden hier, sondern bekommen Mais, Soja ohne Ende. Bei uns wird ja auch zum großen Teil zugefüttert, um die Leistung zu steigern. Von dem her glaube ich, dass wir eher in Richtung vielleicht biologische Landwirtschaft gehen und auch mehr in die Richtung Freilandhaltung vielleicht auch und mehr, dass wir sagen, dort, wo die Opportunitätskosten nicht so stark sind, dass wir hier reingehen zunächst. Also, dass wir wirklich sagen, die Futtermittel, weil da brauchen wir ja, wenn der Fleischkonsum weitergeht, also dieses Niveau noch so steigen wird, dann bräuchte man ja noch mehr Flächen im Prinzip und die Impact zum Klimawandel habe ich hier auch dargestellt. Also von dem her, glaube ich, wäre das ein großes Rad, an dem man drehen könnte. Und da gibt es ja einige Tools, die auch zur Verfügung stehen. Also auch gibt es einige politische Maßnahmen, individuelle Maßnahmen, wie gesagt, habe ich aufgezeigt, aber auch, auch auf anderen Ebenen, Bildungsebene etc., ja. Ja, gibt es weitere Fragen? Sie können gerne auch per Mikro sich zuschalten. Da kommt noch eine Frage, genau. Wie erkenne ich als Verbraucher, ob Fleisch von Tieren stammt, die mit Futtermitteln aus Südamerika etc. gefüttert wurden? Gibt es eine Kennzeichnung, Siegel, solche Kennzeichnungslabel oder sowas? Ja, danke schön für die Frage. Also prinzipiell weiß ich, dass von ein paar, zum einen gibt es von ein paar Supermärkten, was ich weiß, gibt es Linien, die, wo sie auch drauf, also weiß ich, gibt es einige Initiativen, die eben auf Siegel, mit Siegeln oder mit einer
mit einem Logo versehen, was darauf hinweist, dass eben kein Gentechnik Soja verwendet wurde und nur Soja aus dem Donauraum zum Beispiel. Also diese Initiativen gibt es ganz klar und österreichweit versucht man auch in die Richtung zu gehen, auch bei der Milchproduktion zum Beispiel, dass man da kein Gentechnik Soja einsetzt. Bei der Schweinefleischproduktion wird es wesentlich schwieriger. Das verlässlichste Siegel im Prinzip ist wirklich das Bio-Siegel. Also die Biobetriebe werden auch ein bis zweimal im Jahr kontrolliert und hier ist zu 100% kann man ausschließen, dass es kein Gentechnik-Soja aus Übersee verfüttert bekommt. Und es wird auch wirklich regelmäßig kontrolliert. Von dem her hat es schon auf jeden Fall einen Sinn, dass man biologische Lebensmittel bevorzugt. Ich denke, was ganz wichtig ist, dass man erkennt, welche Bedeutung das insgesamt hat, wenn man jetzt Corona, die Pandemie-Krise sieht, die uns ja vor Augen gehalten hat, welche Dimensionen das annimmt, wenn man Hochrechnung betreibt. Man kann ja jetzt noch nicht in die Zukunft schauen, das Jahr ist noch lange nicht rum, aber es gibt erste Einschätzungen, wie viel an CO2-Reduktionen jetzt durch die Krise entstanden sind. Dann sind wir da im Bereich von vielleicht 5%, wenn es hochkommt. Wir bräuchten aber jährlich 7% Reduktionen. Und jetzt wird eingeschätzt als weltweite Katastrophe oder als immensen Impact. Wir bräuchten aber eigentlich noch viel mehr. Und ich denke, das zeigt uns schon, dass wir eigentlich an allen Rädchen und Rädern drehen müssen. Sie haben das als großes Rad beschrieben, was ja in der Tat der Fall ist. Und wir brauchen alle diese Räder. Ne? Wir müssen und können uns da nicht auf einzelne beschränken, sondern müssen wirklich alle Chancen nutzen, damit wir dort überhaupt hinkommen. Das, glaube ich, zeigt die Krise im Moment ganz, ganz gut, was es eigentlich für eine Dimension hat. Da können wir nichts aussparen. Sie haben den Vergleich mit dem Verkehr gebracht. Auch dazu werden wir in der Vorlesung, in der letzten Ringvorlesung nochmal was hören. Und im Grunde sind die ja auch verknüpft. Also Verkehr, landwirtschaftlicher Verkehr oder Transport hängt auch wieder zusammen. Ich glaube, das macht auch so ein bisschen die Schwierigkeit bei der Zahleninterpretation aus. Was rechnet man welchem Sektor dazu? Aber ich denke, muss man auch gar nicht tun. Alle Einflüsse müssen in Betracht gezogen werden und alle Chancen genutzt. Also ich glaube, das haben Sie ganz, ganz schön gezeigt. Ja, gibt es weitere Fragen? Vielleicht können Sie noch zu Ihren Forschungsprojekten ein bisschen was erzählen, wo Sie bei Ernährung und Landwirtschaft versuchen, in der Forschung und Wissenschaft weiterzukommen. Welche Forschungsfragen stellen Sie sich da und welche Chancen bieten sich hier auch für die Forschung, hier was beizutragen und einen positiven Impact auf das Klima zu erreichen? Dankeschön. Auf jeden Fall ganz wichtig war uns immer oder ist mir auch, dass es ein Ansatz ist, der auch ein bisschen abweicht von einem Business-as-usual-Szenario, dass man sich wirklich auch Szenarien denkt, die komplett unmöglich erscheinen. Also das ist auch ganz wichtig, glaube ich. Also jetzt gerade im Sinne der Krise ist so viel möglich gemacht worden und da brauchen wir wahrscheinlich nicht, wir kennen alle den einen oder anderen Philosophen, Philosophin, die darüber sprechen, aber ich glaube, das braucht es jetzt gar nicht, dass man da irgendwas zitiert, aber ich glaube, wir haben jetzt eine Chance, dass wir wirklich groß denken. Also ich glaube, spannend wird ja, es ist ja immer wieder auch zu lesen, die Diskussion, und die finde ich ganz spannend zu verfolgen. Und es tut sich jetzt seit Wochen so stark auf, irgendwie, dass wir momentan an einem Kipppunkt stehen. Also einen ganz wichtigen Initialpunkt, oder wie man sagen soll, wo es entscheidend ist, in welche Richtung geht es. Gehen wir zurück ins alte System oder gehen wir ins neue? Also oder wird es eine Kombination? Also einfach nur, das sage ich jetzt, das hört sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen akribisch an. Entschuldigung, ich habe nur gemeint, ein bisschen unklar. Genau, aber ich meine, im Prinzip müssen wir schauen, glaube ich, was ist möglich? Also, oder was, wir dürfen auf jeden Fall, und das ist, weil Sie meine Frage, was Sie die Frage angesprochen haben, ich glaube einfach nur, weil wir diese Schule gemacht haben, 100% Bio für Österreich, also da gibt es natürlich Leute, die das wahrscheinlich aufgegriffen haben oder die dann sagen, ach, das ist gar nicht möglich aus dem und dem Grund, ja, aber, wenn ich Bob Hoskin zitieren darf, den kennen Sie wahrscheinlich, einer der Transition Town Leader weltweit, kann man sagen, der ja da sehr federführend ist, er meinte auch, und das hat mich sehr beeindruckt, in dem Zusammenhang mit dem Träumen, er hat gesagt, Martin Luther King hat sich auch nicht hingestellt und hat gesagt, I have a dream,
but there is this and this and there are these problems and it's not working because of this. Also ist nicht so, ja, aber, und er versucht das auch irgendwie auch, war ich letztes Mal im Workshop dabei, auch das so zu machen, auch anschaulich zu machen und auch zu sagen, einfach frei zu denken und zu träumen. Und das kann man in der Wissenschaft vielleicht auch teilweise. Jetzt wird er nicht falsch verstehen, ich meine nur, dass wir uns eben auch Szenarien anschauen, die vielleicht nicht so, die so scheinen, wie wenn sie nicht umsetzbar wären, aber einfach das Potenzial aufzeigen sollen und auch zeigen sollen, in welche Richtung es gehen kann und darf. Und wir hätten ja wirklich vor einem Jahr nicht gedacht, dass es jetzt so eine Situation jetzt gibt, wo wir nicht einfach irgendwo hinfliegen können. Also es ist eh gut, wenn wir das nicht machen, aber ich meine nur, dass wir uns nicht frei bewegen können im Prinzip. Also wir haben eine gewisse Einschränkung natürlich, zumindest inoffiziell. Und dann Masken tragen, wir dürfen unsere Liebsten nicht umarmen etc. Also da gibt es ja schon, dürfen natürlich schon, aber Sie wissen, was ich meine. Also es hat ja doch eine ganz strenge Policy gegeben im Prinzip halt, ich aber hier gar nicht bewerten soll, hat auf jeden Fall seinen Sinn, denke ich auch. Aber ich wollte sagen, ja, die Wissenschaft kann auf jeden Fall hier neue Szenarien mit eindenken. Und was hier nämlich auch jetzt für meine Forschung der Impuls auch gegeben wird, ist eben diese Corona-Krise, die auch die Vulnerabilitäten im Ernährungssystem aufzeigt, natürlich. Also da geht es nicht nur um die paar Dutzend Landwirte, ich glaube bis zu 100.000, nicht Landwirte, 100.000 Pflege, na, Entschuldigung, eine Pflegehelferin natürlich auch gedacht, Pflegehelferin, aber ich habe an die Erntehelferin gedacht, die teilweise auch meines Wissens eingeflogen werden, was ich weiß. Da sehen wir auch auf jeden Fall, dass wir im System vielleicht was ändern müssen. Wo wir jetzt auch, was auch wichtig ist, auf jeden Fall, dass wir uns die Ernährungssicherung anschauen. Also, dass wir sind aufgrund der Globalisierung, die nicht partout negativ ist, aber sind wir teilweise vielleicht an unsere Grenzen gestoßen, aber zeigt auch unsere Vulnerabilität auf. Als puncto Erdöl, Erdgas wird natürlich importiert, Futtermittel, ganz große Abhängigkeit, ohne die würde die Fleischproduktion in der Form wäre die gar nicht möglich. Von dem her sehen wir diese Vulnerabilitäten und wir können auf jeden Fall die Resilienz erhöhen. Und da, glaube ich, kann die Forschung auf jeden Fall auch entsprechende Szenarien und formen oder auch definieren, aufzeigen und da mehr reingehen in die Sicherstellung der Ernährung, der Landwirtschaft, der Versorgungssicherung von uns allen im Prinzip. Und das ist ganz wichtig. Also da denke ich mal, genau da können wir schauen, wo sind die Abhängigkeiten und wie wir die Vulnerabilitäten senken und wie können wir auch zu mehr Resilienz in dem ganzen System beitragen. Und warum ich das mit dem Träumen vorher angesprochen habe, mir ist wichtig, dass man das natürlich auch, ich sehe das auch gesamtheitlich und wollte auch ein bisschen was einbringen von den Aspekten, die mich generell auch beschäftigen und so, was ich teilweise auch ein bisschen holistisch sehe und natürlich auch einen Impact hat auf meine Wissenschaft. Also ich gehe ja nicht raus aus meiner Arbeit und sage jetzt, hier endet das, sondern Wissenschaft ist für mich irgendwie das ganze Leben. Na gut, das ist jetzt pathetisch betrachtet, aber ich versuche natürlich auch andere Aspekte einfließen zu lassen oder auch mich anregen zu lassen. Ich hoffe, ich hab das jetzt ein bisschen logarithmisch, glaube ich, dargelegt. Jetzt meine Sichtweise ein bisschen ausgeholt. Ich werde mich versuchen, kurz zu halten, falls noch eine Frage ist. Sehr, sehr interessant. Was ja auch die Corona-Krise angesprochen hat, die Verhaltensweise hat sich auch geändert hinsichtlich der Ernährung. Es wurde jetzt mehr gekocht. Ich denke, man wird auch bewusster mit der Ernährung umgegangen sein, wenn man das so als selbstverständlich alltäglich hinnimmt und jetzt eben mehr selber kocht, weil man eben nicht zum Essen gehen konnte, sondern macht sicher auch einen Einfluss auf einen bewussteren Umgang mit Lebensmitteln. Ja, ist vielleicht auch eine verhaltenspsychologische Untersuchung wert. Ich denke, ein Effekt ist in allen Bereichen, wir sehen das ja auch, ich bin jetzt kein Ernährungsspezialist und komme eher aus der Energie- und Gebäudeseite. Wann werden Dinge umgesetzt? Wenn sie akzeptiert werden. Und akzeptiert werden sie, wenn sie auch positive Effekte haben. Das ist beim energiesparenden Bauen der Komfort. Und das ist, wie Sie angesprochen haben, bei der Ernährung, die gesunde Ernährung und die Freude einer gesunden Lebensweise. Das sind ja auch positive und damit selbstverstärkende Effekte. Trotzdem scheint es kein Selbstläufer zu sein. Sie haben am Anfang die Burgerberge gebracht und die steigenden Anteile von Fleischkonsum. Wie kann man sich das erklären, dass ja trotz dem Bewusstsein eigentlich einer gesunden Ernährung dann doch der Anteil oder der Fleischkonsum eher gestiegen ist als gesunken? Wie kann man sich das heute erklären? Die Information ist eigentlich da weltweit, oder denke ich Ja. schon. Okay, ich werde das versuchen, ein bisschen verkürzt darzustellen. Nicht verkürzt, sondern ein bisschen kürzer,
ein bisschen konziser vielleicht. Ich sehe da zwei Ebenen prinzipiell. Es gibt vielleicht mehrere prinzipiell, aber die sehe ich zwei große Ebenen. Zum einen die individuelle Ebene. Und hier ja, gibt es sehr viele Studien, die zeigen, dass das Verhaltensweisen und gerade Ernährungsmuster, dass es sehr schwer ist, diese zu ändern. Also die sind alles sehr manifestiert. Und ich weiß es selber bei mir. Also ich habe vor, weiß nicht, 10, 15 Jahren noch ein Auto gehabt und bin mit dem Auto rumgefahren. Ich habe das nicht großartig hinterfragt. Also es war irgendwie mit 18 Führerschein gemacht, Ding und Auto und man ist mobil und ja, das ist irgendwie so ein kleiner Traum wahrscheinlich gewesen halt von Jugendlichen. Wäre natürlich ohne auch gegangen, ist eh gar keine Frage. Damals war es für mich so was ganz Besonderes, das zu haben und natürlich auch wegen der Wegstrecke etc. Ich merke, ich ufe ein bisschen aus, aber vermeintlicherweise. In Wirklichkeit komme ich dann eh gleich wieder zu dem Punkt zurück. Es geht darum im Prinzip, dass dann, wo der Punkt gekommen ist, okay, ich kann das Auto nicht benutzen, nur kaufe ich mir ein neues. Und kurz ist es sogar aufgepoppt. Also kurz habe ich mir gedacht, ich kaufe mir ein neues Auto oder ein übertragenes. Weil wie soll ich von da zu da kommen? Wie geht es mit dem Einkauf? Was ist, wenn ich jetzt nach 20 Uhr, wo ich wohne in Saarbrücken, wo nach 20 Uhr teilweise die Busse sich einstellen, also nicht mehr gehen. Dann denke ich mal, wow, wie komme ich da überhaupt nach Hause, etc. So, das sind alles Fragen, da muss man ein bisschen kreativer werden, dann geht das schon. Also wenn man dann, oder beziehungsweise, wenn man sagt, okay, ich will das nicht und ich habe dann mir keins angeschafft, ich bringe das Beispiel, weil es für mich fassbar ist, weil ich jetzt zum Beispiel kein Fleisch mehr seit 23 Jahren. Also, und an dem Beispiel kann ich es vielleicht ein bisschen besser darstellen. Es ist im Prinzip so, dass ich mich dann daran gewöhnt habe und es war dann überhaupt kein Problem irgendwie und habe die Benefits gesehen. Ich bewege mich mehr in den Rad, ich spare wegen den Steuern, ich verursache keine Gase und so weiter und ich stresse mich nicht ab, sondern fahre mit den Öffis nach Wien auch und so weiter. Das braucht 25, 30 Minuten und früher bin ich teilweise sogar mit dem Auto gefahren und das, was eine Stunde braucht und Sie wissen eh, den Verkehr an der Stadtgrenze teilweise, da staut man sich dann dahin, also denkt man sich, wofür? Ganz ehrlich. Also, was ich damit sagen will, da war es eigentlich, hätte es mir da auch schon klar sein sollen, dass es überhaupt keinen Sinn macht oder dass ich einfach weniger mit dem Auto fahre oder gar nicht. Und irgendwie haben wir diese eingefahrenen Verhaltensmuster. Es gibt auch Leute, die parken ganz nah immer am Markt halt dran, damit sie nicht zu weit gehen und fahren noch ein paar Runden, damit sie ganz weit vorne einen Platz kriegen zum Beispiel. Aber das sind unsere Verhaltensmuster, damit wir nicht so weit gehen müssen. Und wenn ich, genauso ein anderes Verhaltensmuster ist, wenn man immer gewohnt ist, mit dem Lift zu fahren und nie Stiegen steigt. Und das werde ich dann auch nicht machen, wenn ich immer mit dem Lift fahre. Und wenn der Lift vielleicht mal ausfällt oder wenn ich Anreize setze und also über Nudging geht vielleicht einiges, dass man dann anschreibt, ja, ich kann so Fuß gehen. Und jetzt wirklich rüber, wenn ich es jetzt umbreche auf die Möglichkeiten. Ich denke mal, persönlich muss man mehr die Benefits, also es ist wichtig, dass wir die Benefits bekommen. Und auch wenn wir wissen, okay, Umwelt, Klima, Ernährungssicherung, auch für die künftige Generation, alles wichtige Aspekte, nur reicht es halt nicht. Und das zeigen auch Studien, dass es auch nicht der Beweggrund Nummer eins ist, wenn man die Gesundheit ändert, wenn man die Ernährung ändert, sondern es ist im Prinzip die Gesundheit. Und da kann man die Leute natürlich erreichen, dass man für die Gesundheit was tut, dass man das hervorhebt, die gesundheitlichen Vorteile kommuniziert. Das wäre, glaube ich, eine ganz wichtige Maßnahme. Und da sind wir auch bei der anderen Ebene. Es muss auch ein Bildungsinitiativen geben, finde ich, meiner Meinung nach. Und es kann politisch natürlich auch mehr geben. Also noch mehr Kampagnen pro mehr Gemüse, mehr gesunde Ernährung, bewusste Ernährung, nachhaltige Ernährung. Also da kann es mehr Aufklärung geben. Also wirklich auf allen Ebenen. Also ob das jetzt auch Gemeinschaftsverpflegung, da kann ich auch ganz viel machen und viel mehr in die Richtung stoßen, dass ich sage, gesunde, nachhaltige Ernährung noch mehr mache. Also es gibt schon Initiativen, gar keine Frage, nur kann man hier wirklich wesentlich mehr, das Potenzial ist sehr groß. Und ich glaube, das braucht es halt individuell, dieses Engagement, glaube ich, dieses Bewusstwerden. Und es muss schmecken natürlich, das ist ganz klar. Wenn es nicht schmeckt, dann, ja, dann werde ich mich auch nicht für eine andere Ernährung begeistern oder für andere Gerichte. Dann werde ich eher mich so ernähren, wie es Usus war bislang. Also persönlich glaube ich, dass man braucht immer wieder eben drei, viermal so diese Konfrontation, nicht Konfrontation, aber muss konfrontiert werden mit diesem Thema, dass ich mal überhaupt überlege, dass ich was ändere. Es ist ja nicht so, dass ich das jemandem sage, so, ah, er ist nicht gesünder, nachhaltiger, isst weniger Fleisch und der andere macht das dann noch. Wenn ich 1000 Gründe habe, dann wird das nicht ändern. Also man braucht diesen Anstoß schon aus verschiedenen Quellen oftmals und drei, viermal und dann kann man ja probieren, ganz leicht und vorsichtig mal anzufangen, ein Gericht mal vegetarisch zu essen oder vegan und dann vielleicht mal am Tag und dann vielleicht einmal die Woche nur Fleisch etc. Und wie gesagt, ich glaube, das kann Hand in Hand gehen, wenn das Framework halt gegeben ist, wenn man die Rahmenbedingungen wirklich dementsprechend setzt, dass es für die Leute einfacher ist, dass sie sich nachhaltig ernähren und gesund. Also ist klar, wenn ich jetzt, weiß nicht, wenn ich jetzt
zum Beispiel ein bisschen jetzt 10 Kilometer weiter raus mit dem Auto. Ah, ich habe kein Auto. Nein, aber wenn ich jetzt einfach aufs Land fahren würde, dann, ich gehe in irgendein Gasthaus, dann kann ich froh sein, wenn ich dann ein, zwei, drei Gerichte, das steht dann nicht unter vegetarisch, vegan und so, das steht dann fleischlos, veganlos, irgendwie mutlos, steht das dann auf der Karte und da kriegt man dann vielleicht Tiefkühlgemüse oder ähnliches. Und das ist jetzt nicht vielleicht so überzeugend für die meisten Leute, die jetzt wirklich gewohnt sind, viel Fleisch zu essen, dass man dann sagt, boah, ich probiere jetzt mal was Vegetarisches. Nur lange Rede, kurzer Sinn, man kann das wirklich nachhaltige, klimatisch verträgliche Alternativen kann man wirklich so gut zusammenstellen, dass es wirklich nicht nur gesund ist auch, sondern auch wirklich schmeckt, ohne dass man wirklich sich denkt, oh, da ist kein Fleisch dabei. Und da brauche ich nicht einmal irgendwelche Fleischalternativen oder Simultanprodukte, wie man so schön sagt. Vielleicht nochmal auf das Buch hinweisen. Auf der letzten Folie ist ja auch hingewiesen, da kann man auch nochmal interessante Informationen nachlesen, wenn Sie da auf der letzten Folie das eingeblendet sehen und den Link vielleicht auch ganz interessant. Genau. Ja, wenn Sie Fragen haben, wie gesagt, gerne auch im Chat oder auch direkt übers Mikrofon. Sie können mich auch gerne anschreiben, wenn es Fragen gibt. Ja, scheint jetzt nicht der Fall zu sein, aber ich denke, da darf ich mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Schön, dass das heute stattfinden konnte, wenn auch nicht im Hörsaal. Ich würde Sie natürlich jetzt gerne zum Essen, natürlich zum vegetarischen Essen einladen. Hier in Innsbruck gibt es auch sehr gute Gelegenheiten. Können wir jetzt leider virtuell so nicht tun. Ich hoffe, wir können das nachholen. Ja, sehr Und ich gerne. würde Sie also ganz gerne hier in Innsbruck auch willkommen heißen. Ich hoffe, wir können das möglichst bald nachholen, dass wir uns auch mal wirklich face to face hier sehen. Und möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken und auch bei den Hörerinnen und Hörern fürs Mitdiskutieren, fürs Mitmachen, Zuhören. Ja, schön, dass das geklappt hat. Und Vielen wie Dank auch gesagt, das meinerseits. Angebot steht ja auch, wenn Fragen sind, kann Sie ihn ja auch direkt dann erreichen. Herzlichen Dank, Herr Schlatzer. Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank fürs Zuhören, hat mich sehr gefreut. Dankeschön. Dankeschön und ein schönes Wochenende. Alles Gute. Bleiben Sie gesund. Dankeschön. Danke. Ihnen auch, alles Gute. Ciao.